Als kleine Nebenquest. Bei Resistenz. Wir können hier nicht raus. Das ist scheiße. Flucht vor diesem Kampf ist unmöglich. Frag für den Freund. Ich weiß auch nicht, wie ich mit meinen aktuellen Waffen da jetzt irgendwie irgendwas ausrichten könnte. Es geht zu, sobald wir rein sind. Wenn wir wenigstens wieder ein bisschen mitkämpfen. Etwa auf sich ziehen. Tut nichts bringen. Fuß, runter! Wir sind so gut wie tot. Wir hier wieder raus. Muss doch möglich sein. Heilung. Wen bekämpfen wir denn hier eigentlich überhaupt? Wenn wir einen getötet haben, kommt der nächste nach. Das hält nicht sehr lange. Ah, doch. Hell, dieser Stab. Schnell hier raus. Hat das Buch mitgenommen. Irgendwie haben wir es jetzt geschafft. Das Kriegshammer wiegt zu viel. Nur mal anderes loswerden. Die Verdanke, die wir immer noch nicht benutzt haben. So, raus hier. Unbedingt speichern. Bringen wir das Tagebuch zur Uni. Okay, hier können wir nicht schnell reisen, also müssen wir hier raus. Den Weg, wo wir reingekommen sind.
epische Kampfmusik. Passt nicht wirklich zur Flucht. Okay, hier war die Halle. Okay, hier Truhen. Das Buch mal mitgenommen. Das ist keine schlechte Idee. Jetzt nur schnell raus hier. Zurück zu dem Magier, der das Tagebuch seines Freundes lesen wollte. Na dann finden wir noch den Typen. Da ist er doch. Ist alles in Ordnung mit euch? Danke. Ach so, das sein Teil. Habe ich vieles aufgeführt, was ich bedauere und nicht vergessen will. Hier, das habe ich euch versprochen. Okay. Geld bekommen. Das Leben ist viel zu kurz. Vergeudet. Kennst du dich jetzt? Ja, genau. Das machen wir sofort. Dann gucken wir mal, ob wir beim Schmied irgendwie was verkaufen können. Ja, was wollt ihr? Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Falkenring. Oha. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Das hat ja im Weißlauf schon sehr gut geklappt. Nur wenn wir auf eine Wache treffen, können wir doch, das ist doch verhaftet jetzt. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Kriegst du viel, kannst nicht ran. Aha, ich habe eine Waffe bekommen. Axt im Weißlauf, die soll ich behalten. Klinge von Falkenring. Ja, es ist halt... Vielleicht können wir die uns, wenn wir uns ein Haus kaufen, was wir bald können, einfach irgendwo ausstellen. Das aber die nicht ständig mit uns rumtragen. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Du musst mal eine Sache tragen. Jetzt haben wir gleich zwei, die uns nachlaufen. Aha, zu schwer zu tragen. Geht ihr voran. Und wir kriegen jetzt einen neuen Huskarl. Müsstest du sein, oder? Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl. Wer kann sie nicht trotzdem? Davor habe ich unter Jarl dem Geier gedient. Den zweiten, dem er folgt.
die ich mit Sachen beladen kann. Ich bin euer Schwert und euer Ehre sei mit euch, mein Tane. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Sehr schade. Aber Lydia, du bleibst bei mir. Lydia. Möchte ich hier angreifen, dann gibt's Probleme. Könnt ihr schlafen? Lydia muss auch mal schlafen. Also Lydia gegen Raya tauschen, das kommt absolut nicht in Frage. Also wir müssen mal ein bisschen was fallen lassen. Zum Beispiel den hier. Jetzt gucken wir mal beim Schmied nach. Und warte mal, vielleicht können wir mal gucken, was hier die Preise für ein Haus sind. Wo ist denn... Ich bin der Vogt dieses... Sidgeier handelt manchmal etwas. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Ah, 5000. Nee, dann kauf ich lieber. Weisheit auf ewig eurem Vater. Dann kauf ich einen Weißlauf. Oder einen Weißlauf, wenn ich wieder da bin. Das ist schön an Haus, ein Weißlauf für 5000. Die wir gleich haben dürften. Wo ist denn der Schmied? Sie müsste sein. Stahl ist gut, Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ich brauche. Stufenaufstieg machen wir auch gleich. Achso, das sind seine Sachen, die er zu verkaufen hat. Mal durch. Ja, an Hämmern bin ich nicht so interessiert. Ja, habe ich schon. Nichts Interessantes. Aber ich habe was Interessantes zu verkaufen. Die klingen dann immer so für so wenig wert sind. Statussymbole müssen eigentlich wert sein. Oh, Kriegshammer. Ja, das war es eigentlich auch schon bei Waffen. Die sollte auch mehr wert sein. Bernstein, weiß ich, dass das ein RL mehr wert ist. Den Falken, die behalten wir erstmal noch. Okay, vielleicht können wir woanders was verkaufen. Wir haben schon fast 5000. Vielleicht bei der Schenke. Ein Todmannstrunk. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Und warme Betten. Ich bin dem Kampf in Cirol die Ile entkommen. Werft einen Blick darauf. Was wollt ihr kaufen vor allem?
Aha. Nur, wir werden schon wieder was finden. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. So, haben wir hier ein... Ich glaube, hier haben wir unsere Angelegenheiten geklärt. Dann können wir als nächstes die Quest angehen. Dann müssen wir wieder nach Hochrodgar. Aber vorher will ich zurück nach Weißlauf. Da mal schauen, ob ich die letzten... Ich glaube, Stufe 9 bin ist auch seltsam. Steckt mich bloß nicht an. Adept Eigenschaft geschaltet. Okay, nach dem letzten Kampf, den wir hatten, werden wir Gesundheit leveln. Wie sieht es hier aus bei meiner Lieblingskategorie? Können wir noch nicht leveln. Habe gehört, dass sie die Dämmerwache zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Feste. Vorsichtig! Wir haben unseren Lobpreis verdient, denn wir sind. Hier gab's doch einen Händler. Und der alles ankauft. Immer einen Grund springen. Nie wieder rauskommen. Der gemischt war. Findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles steht so. Werft einen Blick darauf. Wie viel kann ich hier noch abknüpfen? Die Waffen verkaufe ich bei dir nicht. Okay, den behalte ich. Oh, die ist viel wert. Die wollen wir auch erstmal behalten. Ich weiß nicht, was die uns noch bringt. Die Roben waren woanders mehr wert. So, die Schwarzmagier-Robe. Kann ich endlich mal loswerden. Oh, wir 5000. Ich bin mal rauskaufen. Bitte kommt wieder. Ich arbeite für Beletor im Gemisch. Kommt keine mal Zeit. Beletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das Sie gebrauchen. Ich mache mich jetzt sesshaft. Ein Weißlauf. Spiel vorbei. Machen wir Hauswirtschaftssimulator. Die Fässer, die wir irgendwann mal hier rein hier fallen gelassen haben. Sehr schön. Ich bin der Jarl Balgruf als Vogt. Alter, ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. 5000. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Sehr schön. Nehme ich. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Fantastisch. Bürger, Schaff reinschaltet. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Das ist aber ein Haus. Und wo findet sich das? Dein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht.
haben auch ein eigenes Bett und müssen nicht immer bei den. Wo war das? Wie hießen die hier? In dem Haupt- und großen Langhaus. Die Gefährten. Denn wir sind eins. Lucius Haus. Ich hoffe doch, unser Haus ist hier irgendwo oben. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Mhm. Was haben wir da bekommen? Kommt auch gar nicht mehr durch, weil das so viele. Egal, ist nur eine Zeitquest. Jetzt suche ich erstmal mein Haus. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ruf den Haus. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Klar, Kampfgeborene. Nein, tut mir leid. Nichts. Der Tempel. Wo hat man mich denn untergebracht? Schüsse zum Briesenheim. Das wird dann meiner sein. Nein, tut mir leid. Nichts. Fühlt ihr euch krank? Das ist eine Taverne. Havulstein, Graumin und ich waren als Kinder beste Freunde. Aufschließend Riesenheim. Na, hier wohnen wir direkt neben dem Schmied, neben dem Eingangstor. Mein eigenes schönes Haus. Manchmal Kisten und so. Die ist aber ziemlich dreckig. Was sauber machen. Da steht eine Kiste, die kann man nicht nutzen. Immerhin ein Bett. Ist doch mal was. Ich kann Lydia schlafen. Ein fremdes Bett. Und wir haben hier einen Untermieter hier. Ich bin direkt hinter euch. Dann mal los. Wir haben einen Untermieter. Das ist großartig. Na, da ist die Truhe, da können wir Sachen abwerfen, die wir nicht unbedingt brauchen. Der Stab zum Beispiel. Die Axt will ich erstmal behalten. Vielleicht sind wir dann unwillkommen, wenn wir hier. Vielleicht folgt uns dann Lydia nicht mehr, wenn wir die ja nicht mehr haben. Das wäre ein bisschen blöd. Ich kann mal hier die ganzen Bücher loswerden.
Okay. Schlüssel zu Haldirs Gruft. Acht Gold haben wir noch. Ja. Fantastisch. Kann mir jemand sauber machen? Können wir irgendwie irgendjemanden noch, wenn wir zumindest eine Kiste, wo wir Zeug ablegen können. Das ist schon mal ein gigantischer Fortschritt. Und ein Bett, wo wir schlafen können. Ist doch alles zugemüllt. Vielleicht finden wir irgendwann mal jemanden, der uns... Lydia, setz dich zu mir. Vielleicht finden wir irgendwann noch Möglichkeiten, das Haus hübscher zu machen. Aber immerhin ist doch schon mal ein ganz kurzes, großes Update. Upgrade. Und was war hier mal? Ach, das ist eine Feuerstelle. Tja, immerhin. So, na dann. Dann mach's mir mal hier im Haus bequem. Und ruh mich mal ein paar Tage aus. Dann geht's im nächsten Part oder in diesem Part schon gleich weiter. Nach der kurzen Aufnahmepause. So schaut's aus, Lydia. Nicht wahr?